Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende zu und da dachte ich mir, das ist ein guter Zeitpunkt für einen Jahresrückblick und Ausblick auf das nächste Jahr. Ja, Jahresrückblick, ich bin zufrieden. Sie auch hoffentlich. Ich schaue auf ein erfolgreiches Jahr zurück und ja, also ich habe im Laufe des Jahres meinen Fokus ein bisschen geändert und widme mich jetzt auch noch mehr den Chefs von Kleinunternehmen, habe da ein neues Trainingsprogramm entwickelt. Ich werde mal einen Link hier unter das Video einfügen in den Kommentaren und dann können Sie auch mal reinschauen, wenn Sie Lust haben, wenn es Sie interessiert. Ja, und das zeigt eigentlich auch schon, wie es nächstes Jahr weitergehen wird. Ich denke, ich werde mich weiter mit diesen Themen beschäftigen, wie man auch in einem ganzen Betrieb letztendlich, und das ist das Spannende für mich, effizienter arbeiten kann. Also nicht nur ein einzelner Arbeitsplatz oder ein Team, sondern wirklich das ganze Unternehmen. Und da denke ich einfach, kann man am meisten für das Unternehmen einfach auch rausholen. Was sich auf alle Fälle im nächsten Jahr auch ändern wird, und das ist nicht nur meine Idee gewesen, also da bin ich so ein bisschen von außen zu gedrängt worden, das betrifft den YouTube-Kanal. Ich veröffentliche ja ungefähr zweimal in der Woche, also nicht jede Woche, aber eigentlich doch so zweimal die Woche, immer dienstags und freitags, neue Videos auf meinem YouTube-Kanal mit ganz vielen Tipps zum Thema Effizienz am Arbeitsplatz. Und das macht mir auch Spaß und ich sehe auch, dass Sie alle, die auch häufig anklicken, sich das ansehen. Das freut mich sehr, dass das Ihr Interesse auch findet. Aber es gibt jetzt so Tendenzen dahin, dass die Landesmedienanstalten, ich hätte es nie geglaubt, wirklich auch sagen, na, wer also hier regelmäßig auf YouTube Neuigkeiten verbreitet und wertvollen Infos einfach weitergibt und das regelmäßig tut und mehr als 1000 Abonnenten hat, der ist eigentlich ein Radiosender. Ja, ich war sehr überrascht, als ich das Mitte des Jahres herausgefunden habe. Und wenn ich ein Radiosender bin mit meinem YouTube-Kanal, dann muss ich auch Radiogebühren zahlen. Und zwar die Gebühren, die man als Radiosender eben auch zahlen muss. Auf der anderen Seite bekomme ich aber nichts von den GEMA-Gebühren. Oder GEZ-Gebühren vielmehr. Und das finde ich dann doch ein bisschen erstaunlich. Und um das zu vermeiden, also nicht als Radiosender gelten zu können, muss ich einfach jetzt das insofern ändern, dass ich seltener und unregelmäßiger vor allem Videos auf meinem YouTube-Kanal veröffentliche. Das finde ich ein bisschen schade, aber die Alternative wäre letztendlich, um die Kosten für diesen Radiosender wieder reinzubekommen, wäre, dass ich Werbung schalte auf meinen Videos. Das haben Sie sicherlich auch schon häufig bei YouTube gesehen. Das machen viele Leute. Ich beobachte das auch immer wieder, wenn ich selbst mal nach Videos schaue. Manchmal kommt die Werbung vorher, bevor das Video startet, manchmal sogar mittendrin. Und ich habe keine Möglichkeit, das wegzuklicken, sondern muss abwarten, bis der Spot zu Ende ist. Und ich habe mich bisher immer dagegen entschieden, diese Werbung zu schalten. Das heißt, ich verdiene kein Geld mit meinem YouTube-Kanal, wie viele YouTube-Stars ja letztendlich machen. Und das hat einfach den Grund, dass ich das einfach zu meinem Thema total schrecklich finden würde, wenn Sie sich eigentlich irgendwas zum Thema Zeitmanagement oder Outlook ansehen möchten und davor kommt dann erstmal Werbung für Damenbinden oder sowas, ja. Das finde ich einfach unpassend und das möchte ich nicht. So, das ist natürlich irgendwo auch ein Luxus, den ich mir da leiste, das gebe ich zu. Aber das heißt eben auch auf der anderen Seite, wenn ich dabei bleiben möchte, dass ich eben auch versuche zu vermeiden, dass ich als Radiosender gelte. Ja? Also das wird sich auf alle Fälle ab nächstem Jahr ändern. Die Videos
sind dann unregelmäßiger an verschiedenen Wochentagen, verschiedene Uhrzeiten, vielleicht auch mal 2, 3 Wochen gar kein Video. Dann vielleicht, weil ich eine Videoserie aufgenommen habe zu einem Thema, eine bestimmte Serie. Ich habe da schon was in Planung zum Thema Projektmanagement-Tool. Das werden dann 8 oder 10 Videos sein. Die werde ich dann vielleicht jeden Tag ein Video veröffentlichen. Und so wird das immer wieder variieren. Damit Sie nichts verpassen, sollten Sie auf alle Fälle meinen YouTube-Kanal abonnieren, damit Sie dann auch immer mitbekommen können, wann ich ein neues Video veröffentlicht habe. Ja, das ist das, was sich für nächstes Jahr ergibt. Und ansonsten geht es effizient weiter, hoffentlich auch für Sie. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg und schöne Feiertage. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an, so erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.